Dieser Film ist schwarz-weiß. Also ist er Kunst. Ich mache mir oft Gedanken über Kunst. Ich habe viele Gedanken über Kunst. Viele Menschen haben zu wenig Gedanken über Kunst. Über Gedanken machen viel zu wenig Menschen Kunst. Über Menschen macht sich Kunst zu viele Gedanken. Und über Kunst haben Menschen zu wenig Gedanken. Doch das wissen wir schon. Wir wissen auch, dass keiner weiß, was Kunst ist. Aber wen interessiert's? Kunst ist tot. Und wir haben sie getötet. So, jetzt passt mal auf. Das hier ist eine Metapher. Aber ihr werdet das wahrscheinlich sowieso nicht verstehen. Naja, seht ihr das Kind, was da unten so schön spielt? Das ist Kunst. Und das da sind Kunstseltern. Könnt ihr mit mir spielen? Was sollen wir schauen? Ein Actionfilm oder was Lustiges? Ist mir egal, aber bitte mit einem Twist. Darf ich was zu essen haben? Ein anstrengendes Kind. Wozu braucht man Kunst, wenn man Netflix hat? Oh, ich hab Hunger, ich will jetzt was essen. Was will ich denn? Die Mutter versteht genauso wenig wie ihr. Manchmal deutlicher. Wo kommen wir hin, wenn selbst der Künstler seine eigene Kunst nicht versteht? Anders sein, du musst anders sein. Das stumpfe Freund. Das ist doch mir auch gedacht, ich wusste. Ich habe viel gedacht. Der Künstler muss leiden, um etwas Neues zu erschaffen. Die Geburt von etwas Neuem. So, jetzt sei mal kreativ. Bau mal irgendwas Neues. Weißt du, was Robert McKee mal gesagt hat? Anderssein um des Anderssein Willens ist ebenso verwerflich wie das stumpfe Folgen des kommerziellen Imperativs. Was soll das? Hör auf damit, das ist überhaupt nicht kreativ. Mach doch mal irgendwas Neues. Ich kann diese Scheiße nicht mehr aushalten, unkreatives Pack. Auch dieser Film ist so unkreativ. Oder habt ihr Spaß daran? Dann könnt ihr euch jetzt schlecht fühlen. Die Regisseure hinter diesem Film sind nämlich Faschisten. Wollt ihr sie sehen? Das sind die Regisseure. Oder wie sie sich nennen, Künstler. Und das sind die Schafe, die diese ganze Scheiße erst möglich machen. Ich könnte kotzen. Und ihr feiert diesen kunstpathetischen Abschau. Du bist schön.
Was bist du? Ich bin ein Jahrhundertwerk. Fehlt dir irgendwas? Nein. Wieso? Ich bin perfekt. Ist das wirklich alles? Steckt da gar nichts mehr dahinter? Was soll man mir noch hinzufügen? Ich bestimme doch, dass ich dir gefalle. Nein. Das reicht mir nicht. Da muss doch noch... Hey! Irgendwas dran sein. Stopp! Irgendeine Was Messe. Soll das? Irgendwie Hör auf damit! Stopp! Du musst Stopp! Doch noch, du musst doch noch irgendwas aussagen. Ich kann dich nicht mehr sehen. Vielleicht sind Gedanken über Kunst auch immer Gedanken über die Zeit, in der sie leben. Wenn ich sage, Kunst ist tot und wir haben sie getötet, was meine ich damit? Warum sage ich das gerade? Jetzt.